ist er wieder. Ja, wir sind jetzt unterwegs auf der B84 in Fahrtrichtung Osten, aber noch im Westen. Wir kommen jetzt gleich nach Rasdorf. Und ja, ihr hört es wahrscheinlich schon an der Windgeräusche. Der Ostwind hat heute deutlich aufgefrischt. Und es sind nochmal 2-3 Grad weniger wie gestern. Allerdings dadurch, dass ich ja nicht mehr so ganz in der obersten Region der Rhön bin, sondern nur noch so auf, ja, zwischen 300 und 500 Meter heute unterwegs, sind die Temperaturen ähnlich wie gestern für mich. Von daher alles erträglich, wunderbar. Ja, es soll jetzt für euch gehen zum Point Alpha. Und ja, das ist eine ehemalige Station auch der Amis, genauso wie auf der Wasserkuppe ja auch. Wo man schön Richtung Osten ein bisschen gucken kann. Da gibt es noch so eine kleine, das ist so eine kleine Gedenkstätte. Und kann man sich schön angucken, so ein paar Sachen. Und ja, sind gleich da und ich hau euch dann einfach mal wieder ein paar Bilder rein. Mal so einen kleinen Rundlauf oder beziehungsweise auch Ausguck. Ich hoffe mal, es ist offen. Aber normalerweise ist es Wochenende. Es würde mich wundern, wenn nicht. Hier ist die Firma Wiegand. Viele von euch kennen sie und wissen es wahrscheinlich gar nicht. Das ist mit der führende Hersteller für Edelstahlrutschen, zum Beispiel in Schwimmbädern, in Sommerrodelbahnen und vielen anderen Sachen. Wenn ihr demnächst irgendwo mal auf einer Sommerrodelbahn seid, schaut einfach mal auf das Schild, wo die ganzen Bedienungen draufstehen, was mal alles einzuhalten ist, die Sicherheitsvorschriften. Und dann guckt einfach mal, wer unten drunter als Hersteller steht. Also ich wette mit euch, es sind einige dabei, wo drunter steht Wiegand Rasdorf. Ja, ich bin heute ein bisschen später los, weil bei uns die Straßen alles noch gefroren waren. Deswegen heißt es heute ein bisschen sachte fahren. Geht nicht ganz so gut wie gestern. Also geht vielleicht schon, die Frage ist, wie lang. So, Point Alpha, Mahngedenk- und Begegnungsstätte. Ja, da wollen wir da hin. Naja, so ein paar Leutchen sind schon mal oben. Alle dick eingepackt hier, als ob sie in Sibirien sind. So, dann nehme ich euch gerade mal raus. Bis gleich. Der Stützpunkt Point Alpha lag im Zentrum der NATO-Verteidigungslinie Fulda-Gap, Fuldaer Lücke, in der die NATO im Ernstfall die Invasion der Truppen des Warschauer Pakts erwartete. Die Fulda-Gap zog sich von Herleshausen über Fulda bis in die Nähe von Bad Neustadt. Der Name Point Alpha geht darauf zurück, dass dies der erste errichtete Beobachtungspunkt war. Als Beobachtungspunkt war Point Alpha darüber hinaus deshalb geeignet, weil er sich auf über 411 Meter Höhe auf einem Bergzug befindet und damit einen sehr guten Überblick über das angenommene vorderste Aufmarschgebiet des Warschauer Pakts im Ulstergrund bot. Auch für das Abhören des Funkverkehrs aus Richtung Osten waren die geografischen Bedingungen mehr als günstig. 1965 wurde das Gelände der US-Armee überlassen. In den folgenden Jahren entstanden nach ersten Behelfsunterkünften feste Bauwerke. 1968 wurde der erste Beobachtungsturm aus Holz errichtet, 1982 ein Stahlturm
und 1985 der bis heute noch vorhandene Betonturm. Zunächst wurde der Stützpunkt vom 14. Armored Cavalry Regiment besetzt. 1972 übernahm dann das 11. Armored Cavalry Regiment die sogenannte Black Horse, die Aufgabe. Im normalen Dienstbetrieb waren rund 40 Soldaten jeweils für 4 Wochen im Camp Point Alpha stationiert. In Krisensituationen stieg die Besatzungsstärke bis auf 200 Mann. 1991 gab die US Army den Standort auf. Danach war erst geplant, das ganze Areal abzureißen, welches aber durch eine Bürgerinitiative verhindert werden konnte. Bis 1994 wurde das Camp als Unterkunft für Asylbewerber genutzt und 1995 dann unter Denkmalschutz gestellt. Wenn ihr mehr zu dem ganzen Thema wissen wollt, schaut doch mal euch die Ostalgie-Reihe vom guten Rönschrat an, welche ich euch oben mal in der Infobox verlinke. Nachdem ihr jetzt beim Point Alpha wart, boah, dieser Ostwind, leckt mich am Arsch. Sind wir wieder zurück im, noch im Westen, aber ihr seht es da vorne schon, das wird sich gleich ändern. Wir fahren jetzt nach Thüringen rein. Hier steht's bis zum 18. November 89, 18 Uhr war ab diesem Turm hier dann DDR. Hier sieht man noch schön die Grenzlinie, da der alte Turm. Wird leider auch immer mehr demoliert. Ja, und somit sind wir in der ehemaligen DDR. Und drehen jetzt mal hier drüben eine Runde. Hier haben sie noch kein Salz eingesetzt hier drüben. Also aufpassen. Und ja, auch Thüringen, dieser Teil hier, ihr seht es da am Schild, UNESCO-Biosphärenreservat Rhön, gehört also auch noch dazu. Wir sind jetzt aus Sünnau raus und ich habe jetzt schon mal mit reingenommen, weil man hier ein relativ seltenes Bild sieht. Einmal so den Kaliberg komplett, klar, sieht man öfters. Aber dahinter ziehen jetzt Wolken auf, die so ganz langsam über den Berg drüber kommen anscheinend. Und sieht richtig, richtig gut aus. Im Vordergrund die Schornsteine, seht ihr das ein Werk von Kali und Salz. Gibt ja hier mehrere Werke bei uns. Und ja, wir gucken mal, wie nah wir an den Berg rankommen. Machen wir mal ein Foto gehen und gucken uns das Ganze mal an. Die Wandertruppe. Ja, ist ja schönes Wetter zum Wandern, ne? So Hasi, da siehst du Kaliberg Nummer 1 bei uns. Das ist jetzt der von Werk Hattorf in der Nähe von Philippsthal im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Schon heftig das Ding, oder? Was meinst du? Und zum Schluss nochmal ein Blick
den ersten Kaliberg unserer Tour heute. Und ja, als letzten Punkt oder vorletzten Punkt fahren wir jetzt zum zweiten Kaliberg hier in der Ecke. Der ist nicht wirklich weit weg. Deswegen, den nehmen wir auch gleich mit. Den dritten überlasse ich dem Rönschrat, wenn er Lust hat. Weil das sind ein paar Kilometer jetzt noch genau eine andere Richtung. Von daher lasse ich das ihm mal. So, und nun sind wir wieder im Westen. So schnell geht's. Ob man es hier sehen kann, wahrscheinlich nicht. Das sind hier so Speicherseen, Rückhaltebecken für Kali und Salz, für Haldenwasserprozessabwässer, weil die dürfen ja nur einen gewissen Teil, hier kann man mal reingucken, in die Werra einleiten, aus naturschutzrechtlichen Gründen. Und dann wird der Rest hier halt gespeichert, solange bis wieder die Werra genug Wasser führt und die wieder einleiten dürfen. Ja, und hier sieht man schon das Werk. Fahren wir jetzt parallel dazu. Jawohl, ich würde noch mehr über meine Fahrspur fahren. Provokativ bis ans Ende meiner Reihe. Ja, die Region hier rund um Philippsthal, Heimbolzhausen und der Breitsbach, die leben größtenteils hier alle vom Kali oder von Kali und Salz. Das zieht sich bis zu uns. Das sind auch viele, viele, die bei mir aus dem Ort hier arbeiten. Ja, ihr seht, hier wird alles abgefüllt, Züge, LKWs und so weiter und so fort. Dieser Schacht ist rein zum Fördern, kein Personenschacht. Da drüben ist nochmal Salzlager, Leerwerkstatt und so Sachen. Ja, und dieser graue Klotz da oben, sehr schön, die Anlage läuft. Das war von unserer Firma aus der letzte Großauftrag, der wirklich, wirklich groß war. Da war ich jetzt hier fast knappe zwei Jahre hier. Ich habe das Ding mit aufgebaut. War heimatnahe Montage, das ist immer ganz lustig. Da bist du abends wenigstens daheim. Auch wenn du nach 10 Stunden einfach platt bist. Ja, hier ist der Fluss Werra. Gestern hatten wir ja die Fulda-Quelle. Und da gibt es ja, die zwei Flüsse vereinigen sich ja bei Hanmünden oben in die Weser. Wo die hinfließt, wisst ihr ja alle. Und da gibt es bei uns hier in der Gegend den schönen Spruch, wo Fulda und Werra sich küssen, sie ihren Namen büßen müssen. Mensch, du Knaller. Wenn du doch schon den Spruch sagst, dann sagen doch auch komplett. Der geht nämlich komplett so. Wo Werra und Fulda sich küssen, sie ihren Namen büßen müssen. Und hier entsteht durch diesen Kuss, deutsch bis zum Meer, der Weserfluss. Jetzt sind wir am nächsten Kali- und Salzstandort in Heringen, auch genannt Wintershall. Seht, da ist Kaliwerk. Der rot-graue Klotz da drüben ist eine Müllverbrennungsanlage, die hier aufgestellt wurde. Und die versorgt das Kali- und Salzwerk zusätzlich mit Dampf für die ganzen Prozesse, die gebraucht werden, für die Eindampfanlagen, um alles aufzuhitzen und und.
Da sieht man mal schön das Werk. Da war ich jetzt die letzten 2 Wochen zugange. Ja, und hier geht das Haltenband quer über die Straße und nuff zum Kaliberg. Könnte man jetzt mal hochfahren, aber nee. Könnte Mecker geben. Durchfahrt verboten über 7,5 Tonnen. Also mehr dürfen nie. Nur dann. Ach, guck mal an hier. Der ist relativ dunkel jetzt schon. Das heißt, das Salz hat die Feuchtigkeit schon aufgenommen. Und viele sagen immer bei uns, wenn der Kaliberg dunkel wird, gibt es anderes Wetter. Meistens dann Regenwetter, weil die Luftfeuchtigkeit so hoch ist. Ja, sieht man auch mal schön hier. Ich werde gleich mal gucken, wo man da drüben noch so hinkommt. Weil es ist nicht gesperrt. Gucken wir doch mal. Aber erstmal müssen wir selbstverständlich für das Fotoalbum noch Hasi kommen. Achso, ich hasse das Sicherheitsgurt noch an. Das geht natürlich dann nicht. Guck mal, Hasi. Hm? Jetzt müsstest du nur sitzen bleiben. Bei dem Wind hier ein bisschen schwierig, ich weiß. Ich habe das Gefühl, da oben geht es jetzt nirgendwo. Da drüben kommen wir auch nicht hin. Schotterweg 10. Das ist alles hier KNS-Eigentum. Ja. Kein Winterdienst. Landwirtschaftliche Fahrzeuge und Kali und Salz frei. Ja gut, dann drehen wir wieder rum. Bläst das hier, leckt mich am Arsch. Zieht sich ja immer mehr zu jetzt. Von Osten her kommen immer mehr Wolken rein. Wir hatten ja Schnee gemeldet. Ab morgen aber eigentlich erst. Deswegen muss ich heute die Chance noch mal nutzen. Und noch mal schön mit Hasi eine Runde drehen. Weil so viel Profil haben die Reifen dann auch nicht, dass wir im Sommer im Schnee fahren müssen. Oh, sieht das stark aus hier, die Farben, alles. Ist das geil. Oh, aber der Wind. Der Wind hätte ja nett sein müssen jetzt. Oh, hier ist schön. Windgeschützt, nur ein bisschen Fahrtwind, Sonne scheint, ist das herrlich. Sieht schon geil aus, so mit dem Nebel und dem Hochnebel und da hinten so knapp unter der Sonne so ein paar Wolken, aber das werdet ihr wahrscheinlich nicht sehen auf der GoPro. Einfach herrlich. Eine wunderschöne Gegend hier bei uns. Es tut mir leid, es ist einfach so. Am Land ist es doch am schönsten.
So, die letzten paar Minuten, ein paar schöne Kurven für euch. Und ab geht's. Oh, der Seitenwind, der bläst einen Ball vom Moped runter hier. Ekelhaft. Heftig. Eck, mich am Ärmel bläst das. Boah, jetzt will ich Klamotten ein bisschen runterziehen, du. Leck mich. Fahren wir schön in den Nebel rein. Seht ihr das? Da oben. Eine geile Strecke hier, echt. Ha, ich weiß gar nicht, könnt ihr das erkennen auf der GoPro? Der ganze Wald hier, die ganzen Bäume, sind alles gefroren. Ist alles weiß hier. Und ja, wir sind jetzt hier wirklich, kann man sagen, in den Wolken mit drin. Boah, und hier oben ist es arschkalt. Also hier sind es definitiv keine Plusgrade. Das ist mal amtlich. Aber es sieht geil aus hier. Der ganze Wald, alles gefroren. Und auf der GoPro wird man es vielleicht nicht erkennen können. Hier ziehen so richtig die Wolken- und Nebelschwaden über die Straße hin. Deswegen bei so einem Wetter langsam machen, vorsichtig. Man weiß nie, wo was kommt. Jetzt sieht man wieder so ein bisschen hier Wald sage ich schon, Sonne. Und ja, der Blick in die Rhön ist uns heute leider verwehrt. Und da ist wieder die Sonne. Aber ihr habt gesehen, im Schatten ist alles noch stark gefroren. Und hier heißt es jetzt runterbremsen und schön nach außen. Ja, hier können wir uns erlauben, innen zu fahren, weil wir das sehen. Hasi, das ist noch richtig schön Kurven mit, da gefällt dir doch. Bist
ja von den anderen gewohnt, ne? Nur bei den Temperaturen wahrscheinlich nicht. Mach mal einer, guck, kommt keins. Also abbiegen, Abmarsch. Ist das schön. Ich seh nix. Ja, die tiefstehende Sonne und so, ne? Das ist schon gefährlich. Oh, der Wind dabei ist auch nicht gerade schön. Ihr denn nicht, dass ich den Blinker noch anhabe? Was macht ihr denn mit mir? Oh, bläst das, Junge. Ekelhaft. Komm, ab in das Schild. Er bringt auch nichts, kommt von der Seite. Oh, feucht? Glatt? Nö, nur feucht. Und Kurven-Action. Bester See. Also Spaß macht das hier gerade nicht, muss ich sagen. Obwohl wirklich alles hier richtig schön aussieht mit der Sonne gerade, aber der Wind hier von Osten, der drückt einem richtiges Moped weg hier. Mich wundert es ja, dass Hasi da oben so sicher sitzen bleibt, aber der ist ja ein bisschen eingeklemmt. Das ist gerade richtig Arbeit, den Kopf einigermaßen gerade zu halten. Hier machen wir ein bisschen langsam. Oh, war das jetzt so heftig da oben. Ach ja, hier ist schön. Ach, das ist eine ganz andere Fahrerei mit dem Wind im Rücken. Viel angenehmer.
Seitenwind rein. Boah. Nicht los hier, aber auch gar nicht. Na denn, Abfahrt! Ist ja auch alles noch weiß. Hier wird es also noch ein bisschen frisch sein. Ja, in diesem Sinne, ich verabschiede mich schon mal von euch. Bedanke mich noch mal bei euch für die Unterstützung. Bei der Umfrage, wer als nächstes dran ist. Und ja, derjenige welche wird dann von mir noch bekannt gegeben und soll mich dann einfach im motovlog.de anschreiben oder ich schreibe ihn an, gucken wir mal. Ich verbleibe mit der Linken zum Buße, euer Röhrentreiber. Tschüss!